Wenn A, B und C die Maße der Winkel eines nicht zerfallenen Dreiecks sind, beweise, dass Sinus A plus Sinus B geteilt durch 2 kleiner gleich zu Sin A plus B halbe ist. Wir starten mit dieser Ungleichung, die zu beweisen ist, und ersetzen darin sofort Sin A plus Sin B durch 2 Sin A plus B halbe mal Cos A minus B halbe durch die entsprechende Formel von Simpson. Diese 2 kürzt sich mit dieser 2 weg. Diesen Sinus von A plus B halbe setzen wir links rüber. Dann können wir Sin von A plus B halbe links ausklammern. Und die Ungleichheit ist gültig, dann und genau dann, wenn dieses Produkt kleiner gleich 0 ist. Aber da A und B zwei Innenwinkel eines Dreiecks sind, wissen wir, dass A plus B sich streng zwischen 0 und Pi befinden muss. Und daraus können wir schließen, dass A plus B halbe sich streng zwischen 0 und Pi halbe befinden muss. Also ist der Sinus von diesem Winkel streng positiv. Dieser Faktor ist also streng positiv, was bedeutet, dass diese Ungleichung erfüllt ist, dann und genau dann, wenn diese Klammer kleiner gleich 0 ist. Hier setzen wir minus 1 rechts rüber und diese Ungleichung ist somit erfüllt, dann und genau dann, wenn der Cosinus von a minus b halbe kleiner gleich 1 ist. Aber der Cosinus von egal welchem Winkel befindet sich immer zwischen minus 1 und 1. Deshalb ist diese Ungleichheit okay. Das heißt, die Ungleichheit, die wir beweisen sollen, ist richtig, dann und genau dann, wenn diese Ungleichheit richtig ist. Und die ist es ja offensichtlich. Somit haben wir die Formel bewiesen.